Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen, der Skyline ist am Start, genauso wie ein kleines Let's Plan. Und zwar, wie man den Text sehen kann, ja, Minecraft, ich habe es ein bisschen dunkel gemacht, um es cooler darstellen zu lassen, aber ich habe dann jetzt auch gerade bemerkt, dass man ja eh sofort sieht, was das für ein Spiel hier ist, dadurch, dass man halt, unten die ganzen Dinger hat hier, Gedönse, keine Ahnung. Ja, das hat mich allein ausgeräumt. Ja, ich habe kein Leben. So, eigentlich ist das ja eine Gemeinschaftsmap, aber der, mit dem ich das hier gemacht habe, der kommt ja nicht mehr. Also habe ich sie jetzt alleine. Und zwar habe ich letztens eine Ankündigung gemacht oder eine Anfrage gestellt, die aber nicht beantwortet wurde, in keinster Weise. Und ich stelle die einfach jetzt nochmal hier. Wir machen mal so eine kleine Rundschau erstmal, würde ich sagen. Hier geht's eigentlich nirgendwo Wichtiges lang. Hier haben wir erstmal ja ein kleines Höhensystem. Sehr schön. Und hier befindet sich unser Lagersystem. Ja, wunderschönes Lagersystem. Und hier haben wir George McCrate. In Kisten und Fässern, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, gut. Ja, hier haben wir alles mögliche an Krimskrams-Gedönse. Und hier schauen wir mal ein bisschen rum. Sagen wir, gehen mal kurz so. So, und da ist unser wunderschönes Haus. Von außen. Da hat es noch einen Turm dran. Und da hat es einen Turm dran. Und die Türme haben auch ein paar Effekte. Gut, das ist unser wunderschönes Haus. Die Erfinder Small Feather Game FTW for the win und so. Und hier ist Skyline und Axios HD. Wenn du das siehst, Axios, ich vermisse dich. Okay, belassen wir das. Hier kommen wir erstmal zum Vorhang. Es ist kein großes, pompöses Haus. Es ist eher ein einfaches, schlichtes. Hier haben wir Schlafzimmer, so ein kleines. Hier habe ich meine Stereoanlage. Ein paar Krimskramsgedönse für mich halt so. Dann haben wir seine Ecke hier. Da hat er halt mittendrin aufgehört und so. Keine Lust mehr gehabt. Dann befindet sich hier unsere kleine Pissküche. Finde ich cool. Hier auch mit Kühlschrank, Gefrierschrank und Kühlschrank halt. Backofen, Arbeitsplatz und ja, keine Ahnung, was das hier darstellen soll. Dann geht's unseren Flur sozusagen. Unsere Treppenflur. Hier, das haben wir ja schon gesehen. Und dann begeben wir uns erstmal hier hoch, würde ich sagen. Hier haben wir unser Wohnzimmer mit einem riesen Sessel. Oh yeah, so ein schöner Street Fighter Film ist gerade am Laufen. Mit einer schönen Stehlampe hier. Okay. Hier habe ich noch nichts so draus gemacht. Und hier haben wir unser cooles Badezimmer. Schön mit kleinen Planschbecken hier. Total toll. Ja, ich finde es auch ziemlich unlogisch. Und hier unsere Dusche. Die Dusche funktioniert sogar. Total cool. Aha, ich habe hier haufenweise Sachen probiert mit Redstone und so ein Scheiß. Bis ich mal auf die simple. Bis ich aus Versehen den Schalter gecraftet habe. Und ich dachte, ach, kannst du auch mal damit versuchen. Hui! Au. So. Aber hier geht es ja auch noch wohl lang. Und zwar geht's hier in unserer kleinen Bücher, Platz, Bibliothek und so. Und hier haben wir, ja, was ganz Cooles. Hier kommt noch die Brühungsstation halt, Gedönse. Teil Knuffe. Achso, eins habe ich noch vergessen.
Nachteil, toll. Und zwar haben wir einmal hier den Schleim-Spawn-Platz, der muss noch ein bisschen ausgebaut werden. Und da unten die Mine habt ihr ja gesehen, alles drum und dran. Ah, es geht ja hier auch noch weiter. Hier kommen wir zu einem... Wer hat denn hier so stabil gearbeitet? Hörse! So. Entschuldigung. Man hört es schon im Endeffekt. Oh! Und wenn man schnell genug ist... Kommen wir in einen kleinen Special. Ja. Kommen wir in so einen kleinen Special-Raum rein. Hier will ich noch irgendwas reinknallen, aber ich weiß noch nicht so ganz was. Und wer durch? Okay. Dann gehen wir mal wieder zurück und begeben uns mal nach draußen in die frische Luft. Weißt du, alles was man hier bei Minecraft macht den ganzen Tag, könnte man eigentlich auch draußen machen. In Real Life und so. Aber irgendwie sind wir dazu zu faul. Haben wir unsere kleine Farm hier, also was heißt die Farm? Unsere kleine Erntestation. Hier kommen Melonen, wenn man sich auch denken können. Bohnensamen kann man jetzt auch irgendwie pflanzen, soweit ich das mitbekommen habe, ist jetzt ein Update rausgekommen. Und dieses Update dreht es sich nämlich auch, also die Ansage kommt noch gleich. Hier haben wir unser Maisfeld, es geht noch bis da hinten hin, unser Dingensfeld. Und da haben wir so ein kleines Bäumchen, hier haben wir einen riesen Scheiß drin. Und jetzt gehen wir zu unserer kleinen Farm. So, wir haben hier einmal Schafe, wir haben hier die Schweine, wir haben Kühe, wir haben hier... Was soll der Mist? Ach so, die sind im Hühnerstall drinne. Ja, meine Hühner haben einen Hühnerstall. Hier war langweilig. Und warum, was die hier machen, ich habe keine Ahnung. Aber ich habe nicht nur einen Hühnerstall. Geh mal weg hier. Geh mal weg, Chicken Wing. So, nein. Das ist so alles so 9 plus Ultra hier. Nein, wir haben auch noch hier innen drinne für die Kühe, für die Schafe und für die... Schweine. Ein Plätzchen. Einfach nur, halt, wenn es regnet oder blitzt oder sowas, dass die halt dann wieder runterkommen. Ja, ein Huhn! Huhn! Neben dieser Huhnfarm hatten wir eigentlich auch... Ja, auch mein Kollege! Nein, ein Ei! Hatten wir hier eigentlich unsere Baumstation? Da keine Chicken jetzt drin. So geil, die sind alle im Hühnerstall drin. Sollen wir die da suchen? Na gut, das sind ja, ne? Wir wollen jetzt alle schlafen hier. Ihr seid noch draußen. Schön. Ja, das war eigentlich so im Endeffekt das jetzt hier. Und jetzt gehen wir mal zu dem Teil, wo ich eigentlich zu kommen wollte. Ist noch nicht viel gemacht worden und so, bla bla bla. Das hier war er, der Axios. Der ist halt noch ein Noob gewesen und dachte sich, okay, wir müssen Erde abbauen. Ja, machen wir es mal scheiße unlogisch. Yay, ich freue mich. Schwing dein Ding mit den Schokoringen, du bist da. Schokodog. Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Teil. Man sieht es da hinten schon ausgeleuchtet. Hüp, hüp, Häschen, hüp. Au. Hüp. Haben wir eigentlich neue Biome oder sowas hier? Da sind ja neue Biome freigeschaltet worden. Aber die haben wir hier nicht mit vertreten. Ich habe riesen viel Wald. Aber kein, nicht Wald, doch Wald. Kein Dschungel. So, wir sind jetzt hier angekommen, wo ich hin wollte. Man sieht, ich habe schon ein bisschen bearbeitet. Jetzt im Endeffekt hätte ich das nicht machen sollen. Ich hätte es eigentlich so hochlassen sollen, wie es jetzt ist. Oder wie es war. Dann können sich wenigstens hinten was bauen. Und so, was ich vorhabe an dieser Position. Es wurde mit dem neuen Update auch die Höhe verändert. Es ist jetzt doppelt so hoch, wie normalerweise zuvor gewesen ist und so. Da.
was heißen soll. Von 128 auf 256 Blöcke nach oben gesteigert worden. Und ich hätte gerne, oder ich möchte gerne hier so was Kleines hier hinbauen, so ein Türmchen hier hinbauen oder so ein Häuschen hier hinbauen, so ein kleines. Dann hier mit Gärtchen und sowas hier am Bett. Hier könnte man eigentlich einen Wald, so einen Dschungel draus machen, so einen kleinen Dschungel hier machen. Muss man halt in den Kreativmodus gehen, aber es ist jetzt auch egal. Hier so einen kleinen Dschungel hinmachen. Und dann hier halt, wie gesagt, das schöne Häuschen oder sowas. Und dann ein Turm nach oben. Und dann, ich zeige es mal am besten, wie ich das ungefähr meine. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Na, das macht schon Sinn, was ich hier gerade mache. So, und dann so halt immer weiter hochgehend. Halt immer so weiter hochgehen, weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter, ganz weit nach oben, bis sie eine riesen Fläche haben, also eine richtig große Fläche, die richtig cool aussieht. Also ich werde das wahrscheinlich dann so bauen, dass es halt ein bisschen runder aussieht. Ich weiß noch nicht so ganz, wie man das macht, aber ich werde mich da ein bisschen informieren, dass es halt eine rundere Form kriegt. Und ja, das immer weiter höher bauen, bis eine riesengroße Stadt ist, bis es halt eine riesengroße Fläche ist. Und dann keine Ahnung, was drauf war. Also entweder so ein Schlösschen mit einem schönen Garten, so einen riesengroßen Garten mit dabei, wo auch ein Irrgarten mit dabei ist. Und hast du nicht gesehen, alles drum und dran. Das hätte ich gerne gemacht, das hätte ich gerne aufgebaut. Mit euch zusammen, wenn ihr es wollt. Aber was im Endeffekt jetzt da nicht gemacht wird, ist, dass ich nicht mit euch in Höhlenwanderung gehe. Ich werde nicht mit euch Materialiensuche machen. Ich werde mit euch nicht auf Reisen gehen oder sonst irgendwas, weil im Endeffekt habe ich ja das Gebiet hier schon komplett erobert in der Art und Weise. Wir werden alles mit selbst gesammelten, also nicht in Kreativmodus, sondern selbst gesammelten, mit selbstgesammelten Materialien machen. Außer hier, wenn wir gesagt hier ein Wäldchen hinbauen oder einen Dschungel hinbauen, würde ich gerne machen hier so in dem Bereich. Das sieht eigentlich ganz cool aus, denke ich mal. Dann möchte ich halt mit euch nur das Bauen machen. Wäre das eine Idee? Wollt ihr es gerne aufgenommen haben oder nicht? Weil es sind halt schon viele Minecraft-Sachen am Start überall, kreuz und quer. Und könnt natürlich auch sagen, nee, es gibt genug Minecraft-Scheiß, lasst das mal. Oder ihr sagt, yo, das wollen wir haben. Jetzt sind natürlich die ein oder anderen auch am sagen, pass mal auf, Skyline, du brauchst ja schon so lange mit deinen Videos bis zum Hochladen, hast jetzt hast jetzt Sniper Ghost Warrior hast du jetzt und du sollst auch noch ein paar Zwischenvideos machen und du hast auch jetzt hier Splinter Cell angefangen. Was ist mit Splinter Cell? Splinter Cell habe ich was Spezielleres vor. Das muss halt noch ein bisschen warten, meine Damen und Herren. Jedenfalls, aber ich ziehe jetzt demnächst um. Kriege ein besseres Internet und sowas. Kann halt dauern. Das will ich jetzt noch als kleines Ankündigung mit dazu hängen. Es kann demnächst sein, dass ich irgendwann ein paar Wochen keine Videos mehr hochladen kann. Aus dem einfachen Grund, kein Internet. Vielleicht kriege ich es ja irgendwie gebacken, dass ich trotzdem Videos hochladen kann. Vielleicht dauert es auch doch nicht so lange. Ich will auf eine Marke umwechseln, die eigentlich recht schnell ist. Mit anmachen, aufhängen und hast nicht gesehen. Also ja, es werden auch keine Monster hier, wie ihr in der Nacht bemerkt habt, werden auch keine Monster hier drauf auftauchen. Ja, mit euch geht's um stupide Bauen. Also Ankündigung. Erste Ankündigung. Wollt ihr aufgebaut haben oder wollt ihr nicht aufgebaut haben? Also wollt ihr es mit ansehen? Zweitens, demnächst könnte es sein, dass keine Videos mehr kommen. Aus technischen Gründen. Und drittens, ich habe nun keinen Schwanz. Das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen, Leute. Das konnte ich jetzt nicht. Ja, entscheidet ihr es. Wenn keine Entscheidung kommt, dann werde ich es nach meinem eigenen Ermessen entscheiden.
Ansonsten würde ich mich halt um jedes Kommentar freuen. Schrottet es in die Kommentare und hoffentlich sieht man sich mal online. Tschüss und ciao.